Es war einmal ein kleines Kind, das jeden Abend in den Wald ging, um nachzudenken und die Natur zu genießen. Eines Abends, als es gerade über eine Lichtung schlenderte, sah es einen Fuchs. Es blieb stehen und beobachtete den Fuchs, der es ebenfalls beobachtete. Das Kind war neugierig und wollte mehr über den Fuchs erfahren. Es ging auf den Fuchs zu und begann, mit ihm zu sprechen. Der Fuchs antwortete und sie unterhielten sich über die Natur und die Welt. Sie wurden schnell Freunde und verbrachten jeden Abend zusammen. Sie erzählten sich Geschichten und lachten viel. Die Moral von der Geschichte ist, nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Wenn man etwas wirklich will, sollte man nicht zögern und einfach loslegen. Man kann nie wissen, was man am Ende davon hat.